Kotan Immobilien. Seit über 25 Jahren für Tausende von Kunden meine Nummer 1 in Mannheim, Ludwigshafen und Bad Dürkheim. Kotan Immobilien. Fischergasse 14, Heidelberg, Altstadt. Eine wichtige Adresse für das politisch interessierte Heidelberg. Denn hier ist das Wahlbüro von Oberbürgermeister Dr. Eckart Würzner. Der tritt bei den Heidelberger OB-Wahlen vom 19. Oktober als Kandidat für eine zweite Amtszeit an. OB Dr. Würzner möchte siegen. Die Heidelberger sollen ihn erneut wählen. Was er alles für die Stadt erreicht hat, referierte er den Bürgern in seinem Wahlbüro. Die drei Attribute aufmerksam, motiviert und zuverlässig stehen für die Arbeit des Oberbürgermeisters in den vergangenen 8 Jahren. Jedes dieser Attribute thematisiert einen Bereich seiner Stadtpolitik. Zum Beispiel: Und als erstes das Thema aufmerksam. Jetzt reichen wir hier rüber. Jetzt klicken wir mal hier an auf aufmerksam. Das sind vor allem Themen, soziale Themen, Bildungsthemen. Was ist da passiert? Jetzt geht es natürlich darum, dass wir hier nicht und ich auch nicht alle Informationen im Detail kommunizieren kann. Aber mal ein bisschen so einen Überblick zu geben, was haben wir denn alles gemacht? Schulsozialarbeit flächendeckend eingeführt, Lernpatenschaften organisiert, kostenloses Mittagessen an Schulen eingeführt, Sprachförderung für Kinder mit Migrationshintergrund, ein paar Rahmendaten von der Bertelsmann Stiftung als bester Bildungsstandort ausgezeichnet, damit man einfach mal erkennt, was ist denn alles passiert, denn vor lauter Wohlfühlatmosphäre in dieser Stadt nimmt man manches Mal gar nicht wahr, was diese Stadt tatsächlich bietet. Für mich zählt natürlich vor allem eins, dass Heidelberg als die Stadt der Forschung, der Wissenschaft und der Kultur sich auch in den nächsten Jahrzehnten sehr positiv weiterentwickelt. Deswegen ist es auch wichtig, dass Sie wissen, dass Sie sich für einen Oberbürgermeister entscheiden sollten, auf den Sie sich verlassen können, der motiviert ist und der auch aufmerksam zuhört. Nähere Infos zur Arbeit des Oberbürgermeisters und zu kommenden Veranstaltungen mit ihm gibt es auf www.würzner.de.